So, da sind wir wieder und diesmal mit einem kurzen Abschied von Destiny. So, nachdem jetzt alle Streams durch sind und die ganzen Infos zu Taken King auch raus sind, habe ich folgenden Entschluss gefasst, und zwar werde ich mir Taken King auf jeden Fall nicht holen. Seit House of Wolves eigentlich habe ich auch nicht mehr so viele Videos hochgeladen. Das liegt einfach daran, dass der Content irgendwie ein bisschen mager ausgefallen ist. Und letztendlich haben wir eigentlich kaum noch was gespielt. Wenn wir online waren, dann haben wir uns gefragt, was wir eigentlich machen sollen. Und das ist nicht unbedingt das, was man von einem Spiel erwartet und spielen möchte. Was mich sehr gut im Spiel gehalten hat, war Trials of Osiris. Das habe ich gerne gespielt. Das hat sehr viel Spaß gemacht. In den letzten Wochen allerdings weniger, weil einfach der Loot nicht mehr da war. Es gibt nicht die Motivation, den Loot zu holen, gute Waffen zu holen. Das hat Bungie definitiv vergeigt. Wenn man sich jetzt so anschaut, wie Taken King ausschaut, dann muss ich auch sagen, das, was in House of Wolves angefangen hat, das wird so weitergeführt. House of Wolves war meiner Meinung nach eine absolute Katastrophe. Und diese Arena-Kämpfe, das sieht man dann in den Public Events, das wird genauso ablaufen. Das werden die Leute ein-, zweimal spielen und dann wird es öde sein. Die PvP-Modi sind alle auch ganz nett, das wird sich aber wahrscheinlich auch recht flott auslutschen, und das, was einfach nicht funktionieren kann in Multiplayer. Es kann einfach nicht sein, dass man kompetitiv spielt. Trials of Osiris, das war so ein Zuckerl, das hat man den kompetitiven Spielern hingeworfen, das hat ganz gut funktioniert. Aber irgendwann ist halt auch das ausgelutscht und man stellt fest, diese 60 Frames, die nicht da sind, das Spiel läuft in 30 Frames. Das ist eine Katastrophe. Also man spielt irgendwie ein bisschen Diablo, das läuft mit 60, und dann geht man zurück auf Destiny und merkt, wie diese ganzen Ruckler drin sind, wie unpräzise sich das letztendlich steuern lässt. Dass es natürlich auch keine privaten Lobbys gibt, ist eine ziemliche Katastrophe. Man kann keine Clan-Matches spielen, man kann keine Turniere spielen. Das ist ganz schön schade. Netcode ist natürlich auch, totaler Mist. Anders kann man es gar nicht nennen. Dass man durch Laggen einen Vorteil gewinnen kann, das darf einfach nicht sein. Ja, und dass dann halt auch der ganze Content aus dem ersten Jahr mehr oder weniger obsolet ist, das ist halt auch meiner Meinung nach ziemlich schwach. Jetzt im zweiten Jahr kommt Destiny quasi so raus, wie es eigentlich vor einem Jahr hätte rauskommen müssen. Und das werde ich mir halt einfach nicht nochmal antun. Es war nett, es hat Spaß gemacht. Aber nach einem Jahr guten Willen, wo man Bungie doch hat einiges durchgehen lassen, muss man jetzt irgendwann mal sagen, hey, ihr kriegt das auf die Reihe oder nicht? Und meiner Meinung nach kriegen sie es nicht auf die Reihe. Das Spiel hat sehr viel Potenzial, es ist eigentlich gut gelungen. Es hat ein interessantes Universum, interessante Spielmechaniken, die man hätte wirklich ausbauen können. Aber das, was hier passiert, ist meiner Meinung nach enttäuschend. Und deswegen werde ich da einfach nicht weitermachen. Stattdessen werde ich mich auf andere Spiele konzentrieren. Bald kommt Fallout raus, das wird bestimmt glorreich. Diablo 3 habe ich jetzt wieder reingefunden mit den neuesten Patchen, weil da sieht man nämlich, wie man Content ohne extra DLCs einfach permanent verbessern kann. Blizzard hat da einen sehr, sehr, sehr guten Job gemacht. Als das Spiel rauskam, war es relativ schwach. Sie haben sehr viele Fehler gemacht, aber innerhalb von kürzester Zeit haben die einfach kostenlos reingepatcht und Sachen so verbessert, dass jetzt wieder dieses alte Diablo 2 Feeling da ist. Sehr, sehr schön. Gut gemacht. Ansonsten, The Division wird im Frühjahr, glaube ich, rauskommen, im Februar oder sowas. Da werde ich mir die Beta mal reinziehen. Das Spiel finde ich interessant, es sieht interessant aus. Es hat Potenzial, ist fraglich, wie es dann letztendlich umgesetzt wird, ob der Endgame-Content dann auch wieder passt. Ich habe nämlich die Befürchtung, dass sich das so spielen wird wie The Last of Us. Der Multiplayer, der zwar gut ist, aber auch dauerhaft nicht unbedingt so eine riesen Motivation bringt. Es wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass das wie The Last of Us Multiplayer sein wird und eine Mischung aus House of Wolves, dass dann am Ende diese Arena-Kämpfe im PvP dominierend sein werden. Und ich glaube nicht, dass das eine Langzeitmotivation bringt. Muss man einfach mal gucken. Was ich definitiv spielen werde, das neue Doom. Das neue Doom schaut aus wie das alte Doom. Also das alte Doom aus den 90ern. Die besinnen sich auf die alten Stärken. Es wird in 60 Frames spielbar sein, das heißt, es spielt wieder auf kompetitiv an. Sie haben den Leuten einen fantastischen Editor, soweit man das sehen kann, in die Hand gegeben. Das wird sehr, sehr spannend. Ich glaube, Content wird einem da nicht ausgehen. Multiplayer-Maps werden neue entstehen, wahrscheinlich sogar eigene Modi, und es wird, wie gesagt, kompetitiv spielbar sein. Also da bin ich sehr, 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 sehr gespannt darauf, und allein Rocket Jumps wieder machen und solche Späße. Das wird glorreich, das wird definitiv glorreich. Und ansonsten bleibt noch die Ankündigung, dass ich jetzt vermehrt streamen werde wahrscheinlich. Ich werde diese YouTube-Funktion hier testen, das kann klappen. Eventuell weiche ich auf Twitch aus, wir werden sehen. Wäre auf jeden Fall schön, wenn ihr dranbleibt und weiter guckt und auch ohne Destiny weiter reinschaltet.
Bis hoffentlich demnächst.